Moments, also wie wir auch schon mehrfach gesehen haben, mit Rune des Sonnenlosen und ganz unten Snowboy, der Nekromant mit Rune des Plünderers und jetzt mit Spektralrüstung mit dabei. Und wir schauen mal, wie das funktionieren wird, hier im ersten Aufeinandertreffen von Aether Authority und Vermillion. Vom Split Elcor Richtung Close Point, 4 weitere Spieler Richtung Far. Und so wie es aussieht, treffen sie da gar keinen Gegner. Deshalb sie auch schon so ein bisschen 2-2 gesplittet wird. Das könnte unangenehm für Snowball und Co. werden, wenn sie da auf zu viele Leute treffen, auf die sie eigentlich nicht treffen möchten. An einer unangenehmen Stelle. Und das könnte besonders für Snowball halt schwierig Phantom werden, wenn er gefokust wird. Tal genommen. Er soll gefokust werden. Und es läuft bisher mittelmäßig. Snowball hat gleich mal seine Plague gezogen. Phantom hat etwa die Hälfte seiner Lebenspunkte hier bei dem Ganzen liegen lassen, kann aber hier sich gut wieder hochheilen. Ja, Glinty, sei Dank. Man muss sagen, auf beiden Seiten fehlt es aktuell noch am Fokus. Snowball allerdings deutlich mehr in Bedrängnis, vor allem jetzt, wo er raus ist aus der Plague, hat von der Deathshot nichts mehr übrig, kriegt keinen Conjure-Move durch. Und Elcor ist jetzt derjenige, der da zum Rest ansetzt und es kam relativ wenig Cleave mal abseits des Brunnens. Und so steht Snowball hier wieder. Und es ist wirklich ein volles 5 gegen 5 hier in der Mitte. Und jetzt erst bewegt Joker sich der Dieb raus, ja. Wobei man sagen muss, wenn er anfängt, sich rauszubewegen, ist er ja schon quasi da, wo er hin will, egal wo das ist. Ja, richtig. Hat er jetzt aber auch nur für den Decap gesorgt. Denn der ansonsten vielleicht sogar ein bisschen zu viel Vorsprung fehlt hätte. Der Snowball genauso auf der anderen Seite. Der doppelte Downstate auf beiden Seiten. Nicht jemand auf beiden Seiten, werden die Leute primär gerest und die Gegner nicht gestompt. Aber ich würde sagen, Aether Authority hat da deutlich mehr Lebenspunkte verloren, wenn wir das über alle Spieler uns anschauen. Nostrich auch wieder, wird hier mit Surge und Rescue zur Seite bewegt. Wacky League, Jave League, Triple Downstate. Oh, das könnte groß werden für Vermillion. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Sie gehen auch sofort auf alle 3 Punkte. Unten wird Curf auf jeden Fall den Cap bekommen. Außen ist Toker sehr, sehr schön unterwegs. In der Mitte hier neben der Treppe etwas gestuckt. Das blaue Team war das dann sein Ende, als er da gestuckt hat? Ja, das war dann sein Ende. Da ist er nicht mehr weggekommen. Und es wird der 3-Cap tatsächlich werden. Und Curve war sogar so dreist und hat unten doch einen Hit aufs Tor gegeben. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren das 98% übrig gebliebene Lebenspunkte. Wow. Phantom ist immer noch am Bluten in der Mitte. Er ist jetzt tot. Toker hat schon mal ein bisschen engaged, aber darf sich jetzt auch wieder rausziehen. Sollte kein größeres Problem führen werden eigentlich. Na, da wird er doch noch fast ein Problem draus. Jetzt allerdings mit dem Kurzbogen schnell unterwegs. Das ist auch der Unterschied. Wir haben ja bisher bei dem anderen Dieb, den wir bisher hatten, beziehungsweise den Draufgänger, da haben wir ja nicht klassisch Dolch und Kurzbogen gesehen, sondern da war ja ein Stab mit dem Spiel. Nee, der hat das Stab mit dem Dodge-Skill, der Damage macht, gespielt. Ja, aber das ist natürlich nicht ganz so mobil, wie es jetzt bei Toker der Fall ist. Dafür hat das stärker an Kämpfen. Ja, aber es war ja meistens so, dass Toker vor allem für Decaps und so ein bisschen die Outer Points zuständig war. Das war aber keine schöne Plague. Hätte auch noch länger drin bleiben können, oder? Also ich habe zumindest... Nein, er ist gestorben. Instant. In der Plague? Ist er nicht aktiv aus der Plague rausgegangen, weil er noch in die Deathshroud wollte? Und es sah das bei mir das so aus. Es ist möglich, dass er es wollte, aber er ist auf jeden Fall ziemlich instant gestorben. Der hatte nicht mehr wirklich Lebenspunkte, als er sie angemacht hat. Jetzt spielt Toker übrigens sein Lieblingsspiel. Katze und Maus mit dem Druiden. Und es schafft es tatsächlich, den Wasserfall schnell zu decappen, nachdem er die Mitte decappt hat und Elcor ihm da hinterhergelaufen ist. Und Elcor kriegt jetzt die Mitte nicht. Und muss stattdessen so ein bisschen an Toker dranbleiben, damit dieser nicht zu sehr hier jetzt im Snowball ist hier mitmischt. Drüben auf in der Mine down, eventuell, beziehungsweise Steinbruch. Das wären die ersten 5 Punkte hier für Aether Authority, die jetzt sich hier Richtung Mitte weiter bewegen und hier Vermillion rausjagen. Curve hat etwas Probleme mit seinen Lebenspunkten, kann hier nochmal etwas hochgehalten werden. Aber das... Oh, nee. Aber er fährt runter, das war das Glück, das sie da gerade noch so hatten. Und konnten deshalb einen guten Rest anbringen. Durch die Druidenfertigkeit gab es auch nochmal, oder durch das Rausgehen aus dem Avatar gab es nochmal Stealth. Und dann gab es schon Fokus auf Toker. Den hat sie echt mal erwischt. Und ein Dieb ressen ist nicht ganz so einfach, der hat nicht so viele Lebenspunkte. Ja, da liegt jetzt Jave auch noch. Ich wollte gerade sagen, obwohl das Search and Rescue verwendet wurde, eben wahrscheinlich für den Dieb, um da solche schwierigen Situationen zu vermeiden. Phantom konnte sich hier auch gerade noch so rausziehen.
Cleveland hat einfach Und in Tony One gegen Curve will er hier mit den Lebenspunkten wahrscheinlich nicht gehen. Außerdem hängt dir noch ein Necro am Hals. Ja, der ihn da auch ganz schnell aus dem Leben wirft. Was ich mir noch kurz gesagt haben wollte, war einfach, sie cleaven einfach Chafe mit um in diesem Zusammenhang. Kurz nach dem Verwenden von Search and Rescue lag dann eben auch der Druide. Das ist gut, was Vermillion hier zeigt. Besser, als es wahrscheinlich die meisten erwartet hätten. 170 zu 25 ist definitiv auch eine Ansage, die sie hier machen. Ich meine, ich habe ihnen das Game ja in meiner Vorhersage gegeben, allerdings nicht sehr überzeugt. Ja, aber das machen sie sehr gut, auch Wacky hier mit Problemen. Das ist ja bisher immer so gewesen. Die Teams, die gerade ihr erstes Match spielen, haben irgendwie immer Probleme gegen die in den eigentlich favorisierten Matchups. Die Nile sah beim ersten Mal gut, aber eben nicht so gut aus wie erwartet. Rank 55 sah definitiv nicht gut aus. Vermillion sah im ersten Moment, im Match nicht gut aus. Man könnte also meinen, vielleicht dass ist es eine Aufwärmphase. Ihr Aufwärmen vor dem ersten Spiel ein bisschen ernst nehmen sollten, oder? Ja, das kann durchaus entscheidend sein. So, Snowball muss jetzt hier erneut wieder in die Plague rein. Auch um zu überleben, stand allerdings sehr, sehr lange im Chaos Storm von. Es ist ihr Chaos Storm gewesen. Hatte allerdings trotzdem ziemlich viele Kondis drauf. Und überlebt und hier ganz gut. Hat wieder sein Heuschreckensiegel in ein Blind reingecastet. Das machen sie gerne, die Necros. Ja, aber gerne auch alles Mögliche an Kondis auf sich drauf zur Verteidigung. Ja. Ja gut, das war auf jeden Fall ein toter Snowball und jetzt vielleicht mal die Chance, so ein bisschen zurückzukommen aus Sicht von Astro Authority, die nicht so richtig bisher in das Match gefunden haben, aber jetzt mit einem Kill zumindest eine Chance haben. Wir bleiben aber weiterhin bei einem Double Cap für Vermillion, die sogar den einen Punkt noch neutral halten. Archie müsste sich da aber, glaube ich, jetzt wegbewegen. Kommt wahrscheinlich nicht weg. Ich glaube, langsam ist es zu spät zum Wegbewegen. Ja, Torment. Tut weh, auch mit LXCS. Gerade mit LXCS. Weil man denkt, man könnte laufen und fliehen. Das ist das Fehldenken an dieser Stelle. Aber sie kriegen RG hoch, wenn sie auch dabei viele Lebenspunkte verlieren. Das, hier könnten sie auch noch 3 gegen 2 tatsächlich sterben, wenn sie nicht aufpassen. Und das wäre sehr, sehr fatal. Magic Toker hat währenddessen das gemacht, was er immer tut. Er hat... Onos gemohrt. Das hat er nicht. Er hat den Farpoint decapped. Aber ja, wir hatten den Nos gemohrt. Das ist richtig. Und Nos im Downstate mit solchen Rescue zur Seite bewegt. Aber da kommt gut Cleave drauf. Da liegt Chafe jetzt auch wieder. Also mich hat Search and Rescue bisher überhaupt nicht überzeugt. Ganz im Gegenteil. Das Gefühl, das hat meistens alles nur noch schlimmer gemacht. Ja, es hat es jetzt in dem Fall nicht schlimmer gemacht, aber es hat eindeutig nicht geholfen, weil da eventuell ein Utility-Skill zum Überleben fehlt. Irgendwie stirbt Chafe immer, wenn er ihn benutzt. Ja, das ist richtig. Ja, da fehlt wahlweise der Schutzprock oder eben halt die Möglichkeit, Gegner mal zu stunnen, wenn sie versuchen, dich zu cleaven. Sehr, sehr schön von Triffin hier den Gegner weggeschoben, mitten in den Damage rein. Phantrum kann da gar nicht viel gegen machen und wird ebenfalls noch gestompt. Und ein Tick der Quarry nicht mehr lange. Für das blaue Team, Chafe vom Respawn. Wird er eventuell einen Decap kriegen oder steht ein Mesmer-Portal? Es liegt ein Mesmer-Portal. Und das kann Curve hier auch in aller Seelenruhe zünden und dann haben wir den 3-Cap für Vermillion. Wobei Toker schon in der Mitte ist und hier den Decap holt. Ja, aber ich sag mal, er verhindert Punkte. Er sichert halt seinem Team damit nicht viel. Oder sein Team gewinnt dadurch nicht viel. Es kann eventuell hier in. Das 1v1 schon Chafe und Curve ein bisschen eingreifen und hier mal ein paar Punkte holen. Ja, schafft es zumindest, da Curve vom Punkt zu verdrängen. Und Chafe kann da ganz in Ruhe jetzt sich um den Cap kümmern. Aber nichtsdestotrotz, Vermillion ist in einer sehr, sehr guten Position, kurz vor einem möglichen Lord Rush. Sie haben da unten auch schon die Tür auf, sie haben theoretisch ein Portal. Darf ich es übrigens merkwürdig finden, dass Toker hier den Daredevil-Elite mitgenommen hat, anstatt das Gift, das ja mittlerweile eigentlich besser ist. Ja, seit dem automatischen Venom-Share, ne? Ja, genau, ja. Oh, guck mal, wie defensiv hier gerade Astro Authority stand. Also, Wacky und Nos bleiben da immer, oder blieben da sehr, sehr lange Zeit in Tornähe, weil sie Angst vor einem eventuellen Lord Rush haben. Ja, Astro spielt eigentlich zu viert und es gibt halt einfach mal random Decaps. Ja, so ist es so ziemlich, ja. Auch jetzt hier wieder, das sieht man ganz gut. Da fehlt auch mal der letzte Damage auf Snowball zum Beispiel, jetzt gerade wieder in der Plague-Form ist. Wenn du da einen Toker hast, der mal drauf damaged,
Der Toker ist gerade da und Damage drauf. Aber er kann halt auch kaum mal zum Cleaven wirklich reingehen, weil er instant tot wäre. Ist vielleicht auch Deep hier ein schlechter Pick, wenn wir dann schon mal nach vorne schauen auf ein eventuelles Zusammentreffen mit Denial. Die bestrafen ja falsche Klassen sehr, sehr rigoros, wie wir das gesehen haben bei Rank 55. Ja. Auch hier jetzt, wir haben es gerade gesehen, ist Phantom down gegangen. Toker probiert es dann wieder woanders hinzugehen, hat dann sogar Probleme mit Elcor so ein bisschen gehabt, kommt jetzt in den Kampf rein, wo aber wieder Snowball inzwischen gerest wurde und stattdessen der Fokus auf Noss liegt. Das könnte hier ein doppelter Downstate werden, auf beiden Seiten. Einer Wacky setzt zu einem Stomp an, wird unterbrochen. Oh, Snowball wird sehr, sehr schön gerest. Ja, und Vermillion macht das gerade über eine Teamleistung mit. Nee, ist überraschend gut, was Vermillion hier zeigt. Wie gesagt, ich hatte gedacht, dass Authority das mit der Ruhe und Erfahrung, die sie haben, eventuell also wie gesagt, also ich würde Toker eindeutig auf Basilisk übernehmen setzen. Dann und kann er wenigstens mal seinem Team kurz mal die ganzen Stunts mitgeben, bevor er wieder wegrennt. Weil so brauchst du keinen guten Diebspieler da. Ich meine, was macht Toker? Er rennt rum und sobald er kommt, geht er weg. Er hat sicherlich einige Punkte von Vermillion verhindert, aber hat halt auch den ein oder anderen Teamwipe erzeugt. Ganz ehrlich, das hätte ich auch machen können auf dem Dieb. Ja, das stimmt. Das Einzige, was sein Teamfight bisher gemacht hat, ist mit einem Kurzbogen von der Seite mal kurz reingeschossen. Snowball mit 1% Lebenspunkte hier stehen geblieben. Und Elcor ganz trocken gar nicht versucht, ihn zu heilen. Das macht man schon, wenn man so ganz leicht arrogant wird, glaube ich. Aber bei dem Punktestand können sie sich das zumindest auf dieser Karte jetzt erlauben. Mein Toker ist doch eigentlich ein guter Dieb, oder? Den müsste man doch irgendwie einsetzen können, dass er seinen Skill zeigen kann. Ansonsten sollte er nicht Dieb spielen. Ja, das stimmt allerdings. Er ist, oder wurde, mal, also er ist der beste Dieb NA, das können wir vielleicht sagen. Zumindest laut eigener Aussage. Der beste Dieb der Welt. Ja, aber zur Zeit sieht es so aus, als wäre der Unterschied bester Dieb NA und schlechtestes Dieb NA, dass der beste Dieb NA nicht kämpft. Na gut, wir werden sehen, ob sie da tatsächlich taktisch ein bisschen was verändern. Auf jeden Fall geht diese Runde an das Team Vermillion mit relativ deutlichen 501 zu 144. Punkt geben wir da also ans blaue Team weiter. Und wir sind gespannt, wie das gleich auf einer weiteren Karte aussehen wird. Weil so wie das bisher war, hätte er voll Venoms spielen können. Sein Team alle Venoms geben und dann T-Cappen gehen. Dann wieder zurückrennen, seinem Team alle Venoms geben und weiter T-Cappen. Das hätte wahrscheinlich mehr gebracht. Eigentlich ein interessanter Ansatz, aber ich glaube nicht, dass sie. Das wird sich nicht durchsetzen, weil es nicht gut ist. Aber das Traurige ist halt, so schlecht es wäre. Es wäre immer noch besser. Besser als das, was er gerade gemacht hat, ja. Das ist tatsächlich ein sehr trauriges Zugeständnis. Aber gut, vielleicht hat der Chat dann diesmal tatsächlich recht. Ja, mit 65% haben sie Vermillion den Sieg gegeben vor diesem Match. Und bisher liegen sie zumindest nicht falsch mit ihrer Voraussage. Werfer wieder. Weil die erste Runde bisher ja eigentlich immer ein schlechter Indikator dafür war, wie gut ein Team ist. Ein sehr, sehr schlechter Indikator, ja. Werfe nochmal kurz einen Blick auf die Teams. Die nochmal einen kleinen Schluck trinken, sich dann nochmal ein bisschen entspannen können und nochmal neu sortieren können, vor allem auf der Seite von Acer Authority. Wir haben es ja gehört. Das klingt eigentlich ganz gut, ja. Im Vorgespräch hat ja Fandrum gesagt, es gibt nicht so wirklich, sie machen nicht so wirklich einen auf Shotcaller, sondern sie haben es tatsächlich eher so, dass sie sich generelle Informationen über die Karte gegeben haben. Was wahrscheinlich Toker ganz gut machen kann, der ja ständig überall auf der Karte ist. Aber es hat ihnen nicht geholfen, wenn man halt die Teamfights verliert. Auch wenn man weiß, wo das gegnerische Team ist, bringt halt nichts, wenn man am Ende die Teamfights verliert. Mhm. Mal einen Blick auf das Team Vermillion und ganz vorne nochmal auf so ein paar. Was war das, so ein Knetkissen irgendwie, um seine Hände zu entspannen? Also, das ist relativ normal bei Gamern. Weil es doch etwas auf die Hände geht. Das Spiel. Ja, gut, das stimmt. Aber normalerweise macht man das vor der ersten Runde zum Aufwärmen der Hände. Naja, Vermillion brauchte ja definitiv keine Aufwärmphase mehr. Mal gucken,
Ja, wie das gleich aussieht bei Astro Authority. Die hier sehr, sehr gebannt auf die Monitore gucken. Da wird jetzt auch gleich eingezählt, wann die Teams tatsächlich die Arena betreten dürfen. Und dann können wir gleich auch in die Ingame-Ansicht wechseln. Ich mach's jetzt einfach mal. Wenn die Teams noch nicht da sind, sollte ja jeden Moment tatsächlich der Fall sein. Ja, dann schauen wir mal. Das zweite Match wird, das erste Match ist immer so ein, ist ein gutes Zeichen für das jeweilige Team, das gewinnt. Und das zweite Match wird dann so ein bisschen entscheidender. Okay, ich gehe nochmal raus aus der Ingame-Ansicht und wir gucken, was im offiziellen Stream gezeigt wird. Das ist natürlich schick. Ja, solche Animationen hätte ich auch gerne. Semifinal 2, Astro Authority 0 und Vermillion 1. Ach, Grouch, please. Ich möchte auch mal so vor Ort casten. Weil Production Value und Technik hinter mir und. So, jetzt kann ja, ist wahrscheinlich sogar wirklich Production Value zu haben. Ich habe so viele Monitore, Klicks, Fenster offen. Das ist der Wahnsinn hier. Ich bin mir selber überrascht, wie ich das halbwegs manage. Okay, also die Teams dürfen ihr Ready abgeben. Das heißt, jede Sekunde geht das zweite Match los. Wenn Vermillion das auch noch einigermaßen gut gewinnt, dann wird es auf jeden Fall ein interessantes Finale, weil eben Rank 55 mit demselben Line-Up gerade doch sehr Probleme hatte gegen Okay, dann geht es jetzt los. 5 Sekunden sind es noch auf der Uhr und dann sehen wir den Split auf der roten Seite. Astral Authority auf der blauen Seite. Vermillion. Und da haben wir Elcor, der zum Close Point und geht. Und Toker, der so ein bisschen scouten darf, was hier so passiert. Daraus weiß er natürlich, wissen sie jetzt natürlich, was hier der Open ist. Dafür Curve ein bisschen Damage reinhauen. Hat dann mit die erste Blood Frenzy rausgehauen. Ja, wir sehen aber, dass das am Mid-Engage nicht sonderlich viel verändert. Es wird ein 4 gegen 4. Triffin kriegt hier gut Damage ab. Wird dann aber plötzlich, da gab es am Ende kein Follow-up mehr, um ihn zu finishen. Er konnte sich da jetzt recht entspannt an der Seite runter bewegen und auf der anderen Seite muss er Noss jetzt ein bisschen aufpassen. Ein Snowball ist allerdings im Down-State. Ja, und der liegt sehr, sehr ungünstig. Mitten auf dem Punkt gegen 4 Leute. Da wurde sich, glaube ich, gerade auch mit einem Portal rausgezogen. Zum einen Close Point. Toker wird da definitiv keinen D-Cap bekommen. Aber es gab eben einen zweiten Cap jetzt in der Mitte für das rote Team. Und auch den ersten Kill. Also auf jeden Fall schon mal ein viel besserer Anfang für Astral als vorher. Ja, das... Wobei das ja auch kaum schlechter hätte laufen können. Ja, das ist tatsächlich jetzt ein sehr guter Opener. Und wir sehen jetzt hier so ein kleines 1 gegen 1 zwischen den Wiedergängern. Und jetzt haben beide auch die Unterstützung von einem Healer auf der einen Seite. Toker hat es gerade geschafft, das Erdwerk zu decappen. Und ist dann wieder schnell weg. Da sollte Elcor auch gar nicht hinterhergehen, sondern sich lieber selber, glaube ich, wieder um den Cap kümmern. Wobei, es muss nachgesetzt werden in der Mitte. Sehe ich durchaus ein. Phantrum war da relativ low, steht inzwischen wieder lebenspunkte technisch gut da und Snowball hat wieder seine Probleme und ja, ohne Plague. War das wieder eine Plague? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ohne Plague zerplatzt. Ich habe die Animation gesehen. Ich habe das Gefühl, ohne Plague platzt er sofort und mit Plague platzt er kurz danach. Das ist, also wenn er wirklich gut gefokust wird, dann kann man den Necro nicht am Leben halten. Gute Nachricht. Vor allem nicht ohne Elak. Gute Nachricht sollte dann auf der anderen Seite aber tatsächlich sein, dass Chaith down gegangen ist und dass da Curve eventuell zu einem Farcap kommen könnte. Schlechte Nachricht ist allerdings, dass Striffin tot ist. Das blaue Team hat einen Eroberungspunkt. Wir sehen Toker auf jeden Fall hier mehr in den Kämpfen, dass er hier mit pressured und dann erst weggeht. Das ist auf jeden Fall viel besser als auf der ersten Map. Er hat damit auch schon erneut einen Gegner in den Downstate befördert. Und holt danach den Decap und das ist tatsächlich die perfekte Combo, die man haben möchte. Elcor ist wieder zu langsam.
geht er wieder auf den Punkt drauf, nachdem Toker schon da war. Der bewegt sich jetzt außenrum einfach mal. Kann es sich erlauben, da den längeren Weg zu gehen und wird wahrscheinlich trotzdem vor Triffin auf der Mitte sein. Oder er dreht halt wieder um und ärgert gleich noch Elkor hinten. Ne, er dreht halt um und hat sich die gestealtht. Elkor weiß, dass Toker jetzt hier in der Gegend ist und kann es sich nicht so wirklich leisten, wirklich wegzugehen. Es ist eine schwierige Position, in der Vermillion jetzt ist und aus der müssen sie... Ja, oh, jetzt wurde Snowball in der Mitte auch schön von Toker wieder mit erwischt. Und sie müssen irgendwie aus dieser Abwärtsspirale, die wir hier gerade haben, rauskommen, weil so langsam aber sicher setzt sich Astral Authority hier ab auf der zweiten Karte. Es scheint der Farpoint zu sein, der jetzt so ein bisschen beliebter ist aus Sicht von Vermillion. Archie wird allerdings schon gut attackiert, zündet da manuell sein Elixier. S ist das, ne? Ja, Elixier S, um zu überleben. Ja. Und jetzt haben sie zumindest mal Noss hier hinten down. Chafe probiert dann den Rest anzusetzen, hat gleich wahrscheinlich Search and Rescue. Nein, warte, das war gar nicht... Warte mal, Chafe hat gewechselt. Als Angie kann er keinen Search and Rescue machen. Das ist in der Tat korrekt. Wir passen so gut auf. Holy shit, dass uns das nicht aufgefallen ist. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, als ich vorhin meine Gyro auf der roten Seite gesehen habe. Hab das aber einfach mal so stehen lassen, gedanklich. Aber Chafe hat tatsächlich seine Klasse gewechselt hier. Das ist der erste Klassenwechsel, den wir in der World Championship sehen. Ja. Ist allerdings jetzt so vom reinen Line-Up nicht ganz so weit weg. Er bringt halt auch Support, wenn auch etwas anderen Support in den Team, in die Teamfights rein. Mhm. Mit Bulwark Gyro. Wenn wir es mal so sehen... Chafe ist doch eher bekannt für seinen Angie als für seinen Ranger, jedenfalls ursprünglich. Ja, das definitiv. Vielleicht ist das und wir dann haben den Triple Down hier. Vielleicht ist das dann auch der große Turnaround, warum das hier besser läuft für Astral. Dann haben wir hier Elkor, der wird ebenfalls down gehen. Wir hatten Triffin und Snowball. Und sie machen daraus zumindest 25 Punkte in Form eines Svaniers. Hier ist dann weiter die, Richtung Mitte. Die 15 geht. Punkte von Chris gab es ja auch noch unter Cap. Team hat sich einen Eroberungspunkt geholt. Und Toker hat da sogar mal, glaube ich, einen ganz guten Decap vorhin gesetzt. Muss da jetzt nur lebend aus der Situation rauskommen, aber das sollte ihm als Dieb nicht ganz so schwer fallen. Ja. Geht sich dann jetzt hier Richtung Mitte und kann erstmal auf den Regroup vom blauen Team warten. Echo bleibt jetzt sogar tatsächlich ein bisschen weiter zurück am Capture Point, solange er Toker nicht sieht. Das Problem ist, selbst wenn er Toker sieht, verliert er halt einfach aufgrund der Geschwindigkeit irgendwann. Capture Point. Kann er gar nicht viel gegen machen. Er muss quasi da stehen bleiben, wenn er die Node behalten will. Ja, jetzt will er sie aber definitiv nicht behalten, sondern orientiert sich eher so ein bisschen Richtung Far, wo er dann auf Toker trifft. Toker nutzt die Schattenfalle und ist instant auf der anderen Seite der Karte. Kann seinerseits für den Decap sorgen und relativiert damit den Cap, der da in der Mitte gerade durch Archie durchgeführt wird. Von Archie durchgeführt wird. Ja, Curve jetzt auf der anderen Seite probiert so ein bisschen Damage auf Phantrim zu bekommen. Das klappt nur bedingt. Und stattdessen gibt es hier auf offenem Feld den etwas größeren Fight. Und da sehen wir, ist Triffin derjenige, der am meisten darunter leidet. Und Curve könnte derjenige sein, der noch dasselbe Schicksal erleidet. Vielleicht aber auch nicht, weil sie jetzt einen guten Counterburst auf Noss bekommen haben. Ja, und da folgt Snowball gleich auch noch. Elkor probiert. Kann hier nochmal etwas hochgehalten werden von seinem Team, aber gut ist was anderes. Ja. Hat jetzt zumindest ein bisschen Deathshot hier. Die Frage ist, wem wollen sie fokussen, Wacky oder Chase? Ey, da kommt mal eine Plague, während er noch Lebenspunkte hat. Ja, das ist er hat auch umgeskillt, er hat die Blutmagie weggelassen und ist auf Flüche gegangen. Okay, spielt also jetzt komplett oder einigermaßen anderes Bild als vorhin. Macht aber dadurch nicht unbedingt einen besseren Eindruck. Auf jeden Fall. Also, er fällt trotzdem noch immer relativ schnell. Ja, natürlich. Magie gibt ihm eigentlich mehr Sustain und mehr Team Damage. Was ihm halt Flüche gibt, ist mehr Conjure Move. Oh, der Knockback da könnte sogar. Ne, wird nicht besser für Vermillion. Die da gerade eben Curve und Snowball gleichzeitig down hatten. Und ja, das ist auch eine Situation, die man eigentlich nicht haben möchte. Generell hat für mich meiner Meinung nach gerade irgendwie auch keine Ahnung, was sie machen sollen.
Es wirkt so ein bisschen planlos, was hier passiert. Da bleiben wir mal auf Fahr, da bleiben wir irgendwie mal zusammen. Ja, Klaus muss ich nicht gehen, da ist Toker gleich schon. Also so ein bisschen so wirkt das gerade. Ob sie kein richtiges Konzept haben. Ja, und jetzt holt Snowball sich hier mal wieder sein Klaus. Toker sollte gleich da sein. Nachdem er in der Mitte hier ein bisschen das Ganze aufgemischt hat. Also wir können festhalten, der Wechsel auf Chave scheint, oder der Wechsel von Chave auf Angie scheint auf jeden Fall gut getan zu haben und vor allem Toker, der sich jetzt in die Teamfights eingemischt hat, hat einen großen Unterschied. Hat für einen großen Unterschied gesorgt. Wir spielen halt jetzt wirklich zu fünft. Ich sehe da auch gerade. Ja, und Toker ist auf dem Weg durch. Elko ist schon hinterher, der weiß ganz genau, was los ist. Er probiert auch alles rauszuholen mit den Schwert-Abilities, mit dem Stab und hat es diesmal auch geschafft, tatsächlich vor Toker auf dem Punkt zu sein. Das kann sich hier aber auch noch ganz schnell ändern, aber wenn er da jetzt Toker ein bisschen chased. Vor Elko wieder im Kampf sein. Ja, wobei er hat sich jetzt hier nochmal umentschieden, wollte erst zu Close gehen. Geht dann jetzt doch zur Mitte. Ist trotzdem zuerst da. Ja, aber nicht so weit vorne, wie er hätte sein können. Snowball ist wieder im Fokus-Target. Und ja, da ist wieder die Plague ohne Lebenspunkte. Ja, Toker liegt jetzt auch, wenn er jetzt zufällig mehr Damage auf Toker käme, kommt aber nicht. Stattdessen stirbt Snowball und Toker rallied, der kann jetzt seinerseits sich hier noch ein bisschen Agi in den und Kampf einbringen. Beide auch nicht wirklich gesund. Ja, da hat, glaube ich, Elkos Unsichtbarkeit gerade tatsächlich zumindest Archie das Leben gerettet. Schiffen oben können sie nicht helfen, wir sind jetzt auch schon bei 425 Punkten. Ich denke auch hier, das wird sich Astral Authority nicht nehmen lassen. Und wir sind beim 1:1. Ja. Ja, Archie geht jetzt hier nochmal down. Elkor sollte da gar nicht probieren zu resen. Nein, fällt seinerseits ebenfalls. Snowball ist da auch vollkommen fehl am Platz. Geht noch durch den Eingang durch, durch dieses Nadelöhr. Geht dann aber ebenfalls down. Das sind nochmal 10 Punkte, die auf das Konto kommen werden. Der Decap durch Toker. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was Noss hier gerade macht, weil da definitiv gestohlen werden könnte, der Chieftain. Aber auf der anderen Seite, du hast einen Dieb und einen Revenant hier. Nicht müsstest du das sicher haben, jawohl. 495 Punkte, die letzten 5 Punkte ticken durch. Der Punkt geht definitiv an Astral. Das blaue Team hat sich einen Eroberungspunkt gesichert. Einfach so schön, dass wir so halbwegs ausgeglichene Kämpfe immer haben. Also die Matches, also die Spiele an sich sind meistens nicht so ausgeglichen. Aber so im bis Gesamtresultat. Auf das eine Rank 55 und die neue Spiel. Viel ausgeglichener geht's nicht, ne? Lass es halt 10 Sekunden länger laufen und du hast einen anderen Gewinner. Das kannst du selten von dem Spiel behaupten. Ja. Gut, jetzt ist es wahrscheinlich wieder Zeit auf dem offiziellen Stream, um nochmal die Team-Videos zu zeigen. Ich halte mich da schon mal bereit. So ein komischer Rhythmus, den sie da irgendwie haben, nach 2 Matches das nochmal zeigen zu wollen. Aber wir sind da ja nicht so. Wir zeigen euch, was der englische Stream sieht. Wir gucken deshalb hier auch nochmal vorbei. Nochmal das Team Vermillion, die jetzt gerade zumindest Probleme mit Astral Authority hatten. Gucken, wie sie darauf reagieren. Ob sie da eventuell auch noch mal die Änderung hatte, Snowball hatte Änderungen. Sein Bild, weg von der Blutmagie. Ja, weg von der Blutmagie auf Flüche. Vielleicht sollte er dahin wieder zurückwechseln. Mal gucken, ob das dann schon wieder einen Einfluss auf das Match nimmt. Sniper Hyper hat im Chat noch mal kurz den Strawpoll gepostet. Da könnt ihr theoretisch noch mal abstimmen, ob ihr an Vermillion oder an Astral Authority glaubt. Es kam ein Wort noch dazu für Vermillion. Hat das Ergebnis allerdings nicht weit verschoben. Und es geht, und vielleicht um das nochmal zu betonen, es geht hier tatsächlich um den Einzug ins Finale, in das große der World Championship. In diesem Zusammenhang können wir vielleicht nochmal auf die Preisverteilung schauen. Die sieht folgendermaßen aus. 5. und 6. Platz, die stehen ja bereits fest. Das sind die beiden amerikanischen Teams Never Lucky und Team PZ. Jeweils mit 7.500 Dollar nach Hause gehen. Natürlich wird das Ganze nochmal geteilt durch 5. Dann haben wir 3. und 4. Platz. Also, Team steht schon fest. Rank 55 belegt einen davon.
Und der Verlierer des jetzigen Matchups, Vermin und Astral Authority, kriegt den jeweils anderen Platz für die $17.500. Für den Zweitplatzierten gibt es dann immerhin 50.000. Das wird mit, also die sind quasi sicher dem Team, das hier weiterkommt. Und eventuell kann das Ganze noch auf 100.000 angehoben werden. Durch 5 geteilt sind das immerhin $20.000 pro Person. Damit kann man schon eine Menge anfangen und sagen. Ja. Ja, auch. Die sind ja alles noch sehr, sehr junge Spieler, die wir hier haben. Für die sind 20.000 Tacken sicherlich nicht wenig. Ansonsten, hier seht ihr auch noch mal kurz den Spielplan, damit ihr das auch gesehen habt, wobei die TBDs tatsächlich ja nicht mehr aktuell sind. Wir sind momentan in Match Nummer 4, Astral Authority gegen Vermillion, die sich gegen Team PZ durchgesetzt haben. Bei Denial und Neverlucky hat sich Denial durchgesetzt, die auch schon durchgelaufen sind bis in das Finale. Wird hier gerade mein immerhin 20.000 belächelt, weil es ja doch eine ganze, weil es doch mehr ist als immerhin. Das stimmt wohl, ja. 20.000 pro Person ist eine ganze Menge. Da braucht man sich gar nicht drüber streiten. Und deshalb ist es auch wichtig, weil es um so viel Geld geht, dass wir hier einen richtig schön vollen Stream bekommen. Holt also nochmal eventuell Freunde ran, bleibt auf jeden Fall dran, schaut das Spektakel mit uns. Und immerhin könnt ihr gleich auch noch Edelsteine und Precursor oder einen Precursor gewinnen. So, wir sind in der Ingame-Ansicht. Hoffen, dass es hier relativ zügig weitergeht mit dem Spiel, mit dem Turnier. Mal wieder wird auf dem englischen Stream noch ein bisschen diskutiert über das vergangene oder über die vergangene Map. Da wurde gerade noch mal ein kurzes Replay gezeigt vom Kampf an der Mine. Und Moor springt nicht ein, wenn ich mal kurz anfange zu trinken. Warum auch? Okay, wir haben noch mal ein kurzes Video von Curve, dass ich hier... Ich sehe nicht, dass du kurz was trinkst und du sagst, es gibt einen Recap. Schau gerade gar nicht auf den anderen Stream. Sorry. The team fighting game, the conquest maps, I really like that kind of style. I'm only 17 years old and I'm already able to travel across the world, which is just an amazing feeling. My family are really impressed by the fact that I'm able to travel and earn money with playing games. They are really proud of me that I made it here. Curve is a very special player. He's mechanically extraordinary. He picks up everything on a very high level in a few weeks, which people like play 4 years, which is really impressive. Esports is a, it's a growing insanely high, and this is like the thing I want to be a part of. I'm gonna work really hard to try and make this a living for me in the end. One thing's for sure. Okay, das ist doch mal interessant, dass Curve das tatsächlich so gesagt hat, dass er tatsächlich gerne davon leben würde, dass er Computerspiele spielt oder dass er halt am E-Sport teilnimmt. Das ist so eine Aussage, die wir ja zumindest auch von sonst noch keinem gehört haben. Ist auch die Frage. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich das gilt, was wirklich das richtige Spiel dafür ist. Ich glaube nicht, dass sich das lang genug halten wird. Ne, das ist eine andere Sache. Ich weiß aber, dass die Jungs zumindest, Archie und Elko, glaube ich, zusammen recht erfolgreich angefangen haben, oh Gott, wie heißt Overwatch, zusammen zu spielen. Mal gucken, ob wir dann irgendwann die Familien bei Overwatch sehen werden. Ja, mal schauen. Gönnen denen auf jeden Fall jede Minute hier. Und wie gesagt, diese 20.000 sind ja auch zumindest schon mal ein guter Anfang. Man kann zumindest sagen, ich konnte ein paar Monate vom E-Sport leben. Ja, wir sind in der Arena Temple of the Silent Storm mit den beiden Buffs Stillness und Tranquility angekommen. Astral Authority im letzten Match gezeigt, was tatsächlich in ihnen steckt. Und jetzt liegt es an Vermillion zurückzuschlagen und zu sagen, so leicht lassen wir uns hier das Best of 5 nicht von euch nehmen. Und mal schauen, ob es tatsächlich schwer wird für Astral Authority, ob sie es vielleicht sogar gar nicht schaffen. Oder ob sie den Durchmarsch
ins Finale dann doch noch hinbekommen. Wir werden es sehen, das Spiel gibt einen weiteren Blick, gibt uns ein weiteres Indiz dafür, welches Team vorwärts kommen wird. Chaith bleibt auf dem Ingenieur oder auf dem Schrotter, geht zurück zum Tempel. Elcor ist derjenige, der den Altar zu Hause bei sich cappen darf. Toker ist da schon wieder auf dem Weg hin. Mal gespannt, ob das ein 1 gegen 1 gibt. Nein, Toker hat gesehen, er wird gecappt und geht dann tatsächlich doch wieder weg, eher Richtung Mitte und schließt sich dann dem Kampf hier an. Leichter 2 Punkte Vorsprung bisher durch den früheren Cap von Elcor. Ja, in der Mitte ist Snowball gleich mal wieder das Haupttarget von allen. Hatte auch gerade keine gute Position, aber zumindest ein bisschen Backup von Archie. Ohne Lebenspunkte schon wieder. Man macht das im selben Prozentsatz, ne? Also wenn man 5% hat, hat man dann auch 5% des Plague-Lebens, oder was? Nur um das nochmal sicher zu sehen. Die Lebenspunkte, die Plague dir extra gibt, obendrauf. Ach so, obendrauf, okay. Na, Snowball ist der Erste, der sich hier, glaube ich, verabschiedet, wenn ich das richtig sehe. Und gibt damit weitere 5 Punkte an das rote Team ab, die jetzt den Midcap bekommen sollten und versuchen, na gut, Magitoka hat Fahr schon mal decapped. Jetzt versuchen sie da auch noch den Fullcap auf Fahr zu bekommen und erstmal Archie auf dem Weg mitzunehmen, der sich hier nach unten rettet und da an Pine tatsächlich down geht. Toker kümmert sich netterweise, muss man an dieser Stelle sagen, sogar um den Fullstomp. Ihm schneller wieder. Chaith hatte ich hier auf dem Tempel kurzzeitig etwas Probleme, hat sie aber ziemlich gut geschafft, sich rauszuziehen. Triffin ist da nicht schnell genug an ihn dran gekommen, um ihn ja, von seinem Leben zu befreien. Ich glaube übrigens, das war von Toker sogar ein doppelter Missplay hier in der Mitte. Weil er nämlich sich um Stompen gekümmert hat, ist er am Ende nicht mehr rechtzeitig auf dem Punkt in der Mitte gewesen, um zu verhindern, dass es da einen Decap gibt. Das hätte er tatsächlich auch noch tun können. Apropos Decap, den versucht er hier oben im Tempel wieder einzusetzen. Das hat wieder nicht geklappt. Bisher hält Vermillion das ganz gut. Sie sind jetzt auf bestem Wege, einen Ausgleich und vielleicht sogar eine Führung hier zu holen. Durch den Double Cap, den sie haben im Vergleich zum einfachen Cap. Und Toker hat jetzt in der Mitte einiges an Cleave mit abgekriegt und darf sich hier gleich wieder verabschieden. Ist quasi in die Mitte gegangen, ist zweimal gedodged und haut wieder ab. Könnte da den Decap kriegen. Auf der anderen Seite kriegt Curve aber den Decap am Altar schneller. Und das sollte also auch wieder ein kleiner Vorteil sein, den Vermillion hier sich rausspielt. Jetzt könnte Archie, könnte sich überhaupt der Teamfight hier oben ganz schnell nach hinten losgehen. Snowball mit wenig Lebenspunkten, Archie mit wenig Lebenspunkten, Triffin mit ein paar Problemen. Das kann gefährlich werden, aber hier gibt es einen schönen Stealth-Res, der dafür sorgt, dass alle widerstehen vom blauen Team. Wenn auch nicht mit so wahnsinnig vielen Lebenspunkten. Snowball liegt zum Beispiel wieder. Und da kommt Toker sogar, um nochmal ein bisschen Damage anzubringen. Und ich weiß gar nicht, hat er eine Gyro gefinisht? Weil irgendwie war keiner bei mir in der Finish-Animation. War wahrscheinlich Gyro. Archie liegt jetzt auch wieder. Wir haben gleich den ersten Stillness-Buff. Toker ist in Position, um Leute davon abzuhalten, hier was zu machen. Aber kriegt hier einiges an Damage ab. Da hat ihn das Pet und Triffin gut erwischt. Und Noss ist da jetzt hier mit dem Interrupten dran. Kriegt hier von Triffin allerdings einiges ab. Es ist interessant, dass sie da wirklich, dass beide Teams hier so stark auf Stillness spielen. Das hatten wir bisher noch nicht. Also in all den Tempel-Matches wurden die Buffs... Oh, Wacky ist ein bisschen zu spät mit Rebound reingekommen, hat Noss gerade so nicht mehr erwischt. Und Toker hat sich da versehentlich selber runtergedodged, was auch nicht vom Vorteil sein wird bei dem Kampf hier in der Mitte. Und dann geht er mit der Schattenfalle weg, kurz bevor er zur Mitte gehen könnte, um hier den Decap auch nochmal etwas zu verhindern. Und kriegt dann nicht mal einen Cap hier. Ja, weil Elcor da wieder aufpasst. Wacky, er sollte hier auch nicht in der Lage sein, einen Buff zu bekommen. Oder doch, da hinten wird Snowball gerest und auch gestoppt. Und Wacky kriegt jetzt auch den Stillness-Buff. Allerdings noch ohne Capture-Point. Ganz im Gegenteil, es ist sogar gleich ein 3-Cap für Vermillion. Mehr oder weniger aus dem Nichts. Es wird auch kein... Mitte geht decapped, also von daher... Was ist ein 3-Cap? Aber es war kurz davor, einen Tick lang ein 3-Cap zu sein. Und Toker da schon wieder auf besten Wege einen Decap zu landen. Das hat Elcor allerdings gesehen. Den Braten riecht er und das wird er verhindern.
Ja, der wird sich, die werden sich da gegenseitig ein bisschen nach oben behakeln. Oh, denn der eine Cap funktioniert natürlich jetzt wie ein Double Cap durch den vorhin mal geholten Stillness. Buff. Und Archie hier mit Problemen, juckt da aber mit Stealth sehr, sehr schön seine Gegner. Und geht stattdessen runter zu Tranquility. Er will jetzt aber hoffentlich nicht anderthalb Minuten da unten bleiben. Nein, regeneriert und geht dann wieder hoch. Könnte da eventuell sogar ein Decap kriegen, wenn Wacky weggeht. Nein, Wacky geht da. Ja, es gibt hier den Engage rüber auf den Altar. Alcor hat hier schon mal die Hälfte seiner Lebenspunkte weggelassen. Triffin kommt jetzt hier zur Unterstützung und dann können sie hier sich eventuell Noss schnappen. Stattdessen geht es hier rum auf Hunter. Nicht sicher, ob das die richtige Idee war. Alcor hat da sehr, sehr wenig Lebenspunkte gerade. Noss hat weniger. Okay, aber Noss war ein bisschen außerhalb. Geht er jetzt, geht er in den Downstate? Geht er nicht in den Downstate? Wenn da der erste Burst auf Noss gegangen wäre, statt oben auf wen ist es gegangen? Auf Phantom, ja. Ja, dann wäre Noss da gelegen. Ja gut, aber auch so keine schlechte Ausgangsposition. Archie kann da tatsächlich vielleicht noch Noss attackieren. 20 Sekunden bis Buff ganz nebenbei. Ja, sehen wir auch, das blaue Team macht sich hier zumindest auf dem Weg, sich so ein bisschen an die Buffs, an den Buffs zu versuchen. Ja. Oh, Alcor könnte da jetzt Phantom noch im Vorfeld sich holen. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Will er Phantom oder will er Phantom nicht? Oh, Tailgang dem dran, da wird die Entscheidung abgenommen, geht da nach unten, ne? Jetzt ist keiner bei Stillness. Mit dem er gut hinsetzen kann. Oh doch, der Hund ist noch bei Stillness. Ha! Das war allerdings auch mehr glücklich als tatsächlich gewollt, glaube ich. Dass es da den Stillness drauf gab. Und das war mehr gewollt als Glück. Dann mehr gewollt als Glück? Ja. Triffin holt sich den Stillness-Buff. Ja. Und hat damit Vermillion den Vierfach-Cap geholt. Beziehungsweise jetzt nur noch den doppelten, weil Toka mal zu einem guten Zeitpunkt diesmal den Decap angesetzt hat. Bei Stinnis kann ich tatsächlich verstehen, dass er eher auf Decaps fokussiert ist. Bei Tranquility passiert nicht so wirklich was. Alcor haut mit seinem Schwert auf Wacky. Ja, was ist jetzt schlimmer? Dass ein Druide fehlt oder ein Ele? Ich würde fast sagen, der Ele ist ja schwerer. Das heißt, das ist auch ein kleiner Sieg hier für Vermillion, die wieder einen Double Cap und damit kurzzeitig auch noch einen Vierfach Cap haben. Turf allerdings mit Problemen am Tempel. Auch keiner da, der ihm da wirklich helfen kann gegen Chaith. Das sah besser aus, als Chaith noch ein Druide war. Richtig gut scheint das nicht zu klappen gegen den. Wobei, jetzt hat er den NG da auch ganz gut im Griff. Wir sehen das Elixir S, das da war. Jetzt mit Schleichgyro erst gleich wieder der nächste Endgame. Der aber sofort hier ausgewichen wird mit Phase Retreat und ein bisschen Counter Damage. Habt ihr das gesehen? In der Mitte haben wir jetzt einen Cap durch Noss und damit steht es 1-1 in den Capture Points, aber ja, wir sehen die doppelte Punktzahl. Ganz leicht mehr als die doppelte Punktzahl auf der Seite von Vermillion. Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein Brett. Oh, Archie hat allerdings jetzt sehr, sehr viel Damage da bekommen von Noss, aber es sind Leute da, die ihm Backup geben und dann könnte es jetzt für den Nekromanten von Astral Authority ungemütlich werden in der Mitte. Ja, Noss legt sich hin. Phantaram wird hier nicht wirklich versuchen zu essen, rennt hier selber erstmal weg. Er könnte jetzt mit Toka zusammen Snowball das Leben schwer machen. Scheint auch der erste Versuch gewesen zu sein, aber sie sind halt 2 gegen 3 gerade. Und selbst wenn sie das Snowball down bekommen, kriegen sie wahrscheinlich keinen Stomp auf ihn und dann haben sie irgendwann das Jumping Pass ist anscheinend etwas kompliziert für Snowball. Das hatte ich leider Gottes, muss ich jetzt auch sagen, voll im Bild. Und jetzt ist Triffin hier unten angekommen. Der will sich da aber, glaube ich, nicht einmischen, sondern ist da tatsächlich eher geflohen. Könnte sich hier beim Kampf mit Noss einmischen, aber Phantom ist ebenso in der Nähe. Und dementsprechend ist das hier wieder ein 2 gegen 2, beziehungsweise sogar ein 3 gegen 2, weil Toka noch an der Sache dran ist. Eroberungspunkt eingenommen. Dieses Außen zwischen Chaith und Turf aus, das scheint relativ ausgeglichen zu sein. Jetzt haben wir Stillness wieder. Und Snowball probiert den Buff zu bekommen. Oh, relativ knapp. Kurz vor knapp hat da Magic Toka den Buff verhindert. Er wird ihn jetzt doch noch kriegen, aber das gibt ein, zwei Ticks. Dann hat Toka den Decap.
richtig gelohnt hat sich das nicht. Jetzt wird da probiert, der Tempel in die Hände des blauen Teams zu holen. Ja, Snowball wird hier aber von Phantaram etwas abgefangen. Ist hier gleich mal in die Plague gegangen. Diesmal bringt das sogar was. Hatte diesmal auch ein paar Lebenspunkte mehr. Ja. Danach mit Spektralrüstung und auch mit der Deathshot ein bisschen eine Chance, sich wieder zu fangen tatsächlich. Jetzt kommt Argy noch dazu, Curve fängt vorne so ein bisschen die einkommenden Gegner ab. Aber trotzdem hat Snowball hier Probleme und hat auch Phantrim sehr, sehr schön wieder hochgeheilt. Also aber da Chef liegt auch viel in den Glint hier. Ja, da gab es von Nossen einen schönen defensiven Brunnen. Und dann liegt hier Snowball. Oh, Phantrim legt sich auch noch dazu, aber kriegt den Instant Rally. Und so sind wir bei 210 oder 19 zu 272 angekommen. Mit Close Point und eventuell gleich Midpoint Cap. Ne, den Midpoint Cap gibt es erstmal nicht für das blaue Team, aber zumindest der Altar ist noch in ihren Händen. Das rote Team hat sich einen Eroberungspunkt geholt. So, wir haben in der Mitte Noss, der gemoert wurde und sich hier gleich auch hinlegt. Chafe ist da, um zu resten. Ja, der geht auch durch. Oh. Wir führen mit dem Engage auf Toker drüben auf dem Altar. Das wird kein T-Cap für Toker hier werden. Ne, definitiv nicht. Ich weiß noch nicht, was er da probiert. Stattdessen in einer Minute werden übrigens wieder Buffs in etwa. Stattdessen ist Argy übrigens ganz eiskalt und ganz cool und capt da einfach mal den Mittpunkt zu Ende. Bewegt sich genau dann weg, wenn Toker kommt. Und das wird ihn ärgern. Hat da sehr, sehr viel Zeit investiert, um tatsächlich den Cap zu bekommen. Hat dafür quasi den Kampf hier oben verloren. Ja, hat Curve und Snowball geopfert für einen Punktetick oder zwei. Dann war Toker schon da für den Decap. Das könnte jetzt vielleicht der Wendepunkt werden, tatsächlich. Wenn Astral Authority nochmal was probieren möchte, dann eigentlich jetzt. Toker müsste da Altar cappen, Phantrim in der Mitte cappen und Noss holt sich dann in 20 Sekunden noch irgendwie oben den Buff. Dann hätte das tatsächlich nochmal was werden können, aber jetzt könnte das auch schon wieder zu langsam sein, was ich... Zumindest das Spawn-Campen von Archie und Snowball ist nicht die schlechteste Idee, wie wir auch schon bei Denial gegen Rank 55 gesehen haben. Wo sie da Jazee immer wieder abgesnackt haben auf halbem Wege. Ja. Und jetzt haben wir neue Buffs. Die Toker ist auch schon dran. Gleich mal ein. Innere Ruhe ist präsent. Ja, das kann tatsächlich nochmal der Turning Point hier werden. Ja, Noss hat sehr wenig Lebenspunkte, Curve hat auch sehr wenig Lebenspunkte. Das ist ein Tanz auf Messerschneide hier zwischen beiden. Und so ist es dann am Ende Curve, der den Punkt zumindest ein bisschen cappen durfte, bis dann Phantrim reinkommt, ihm das Leben schwer macht. Und jetzt geht es wirklich so in Richtung Double bis sogar 3-Cap für das rote Team. Das ist gefährlich. Gerade jetzt mit dem Buff tickt Astral Authority quasi vierfach. Und das geht definitiv nicht aus mit wir halten diesen einen Punkt und lassen euch den Double Cap. Stand jetzt fehlen halt 80 Punkte und währenddessen könnte das rote Team 160 machen. Das wäre definitiv der Sieg. Wobei das Ganze jetzt ja aufhört mit dem Vierfach-Cap. Ja gut, aber selbst mit dem Double Cap würden sie das gewinnen. Allerdings nicht, wenn sie so viele Spieler verlieren, wie das jetzt gerade in der Mitte der Fall ist. Noss und Phantrim haben sich verabschiedet. Und sofort wird sich auf zwei Punkte aufgeteilt. Bei Lane. Und der Decap von Toker hier, der ist wichtig. Einer der wenigen guten Decaps oder nötigen Decaps, die hier angesetzt wurden. Toker macht da sogar den Cap einmal komplett voll. Und geht dann an Triffin vorbei, der sofort einen Decap bekommen wird. In der Mitte der Punkt bleibt neutral, der Punkt oben bleibt neutral. Also erstmal haben wir alles neutral gerade. Knapp 58 Punkte vor dem Ende für das blaue Team, beziehungsweise auch nur noch 45 Sekunden. Ja, nebeneinander down auf dem Tempel. Das könnte hier etwas spielentscheidend werden. Und da stirbt Curve, Snowball down. Archie kommt jetzt rein und setzt hier zum Rest an, der durchgeht. Der Funktionsgyro sei Dank, ja, die ist tatsächlich... Das sollte so ziemlich die Entscheidung gewesen sein, oder? Es sind halt nur noch 24 Sekunden, also die genau. Zeit ist der große Feind gerade für Astral Authority.
Wenn tatsächlich das Match weiterlaufen würde, wir sehen, da oben kommt es jetzt zu einem Decap. Snowball haben sie, ja, kam doch nicht zum Decap, aber Noss fast. Wurde nochmal gemoort hier, muss sich hier von Altar dann wieder weiter zurückziehen, Triffen an ihn dran. Seine Elite geht ins Leere und da liegt er auch. Ja, das war's. Die letzten 2 Sekunden ticken hier noch runter. Aber ich sag auch hier, wäre das Match zeitlich weitergegangen, gerade durch den Double Cap jetzt mit Tempel und Mitte, es hätte sich noch drehen können für Astral. Na gut, so holt sich. Habt ihr das gesehen? Das rote Team hat sich einen Eroberungspunkt geholt. Hast du plötzlich aufgehört zu reden? Hab ich einen DC oder hast du einen DC? Hallo? Ich glaube, du hattest kurz einen DC, kann das sein? Oder hatte ich den? Na. Hier gemacht habe. Heute. Heute nee, ist doch erst seit 10 Minuten. Das hatte der Stream nämlich auch, also der ganze Stream hat gehangen. Leute haben mich auch nicht gehört. Ja, das war auf jeden Fall so komplett Lag von meinem Rechner. Unruhigend, muss ich sagen. Mhm. Aber gut. Ich hoffe, du hältst noch durch. Alte Kiste. So. Jeff fehlt. Ja. So. Ja. Jeff hat gejoint. Dann joint auch alles vom blauen Team. Keine Änderungen diesmal, wenn ich das richtig sehe. Ja, zumindest nicht klassentechnisch. Die Builds, durch die Builds können wir nochmal vorsichtig schauen, aber heute ist jetzt. Snowball ist übrigens wieder auf Scavenging-Runen. Okay. So Pro League-Finale mäßig. Ja, genau, weil gerade im Chat gefragt wurde, was heute noch ansteht. Ja, wir haben noch das Showmatch und wir haben dann noch das Finale gleich. Also ein bisschen was haben wir tatsächlich noch vor uns, obwohl wir schon die 12 Uhr erreicht haben. Ich denke, das 2 Stunden sollte man mindestens noch einrechnen. Es freut mich aber, dass immer noch so viele Leute hier tatsächlich zuschauen. Mit über 280 Leuten zu dieser Uhrzeit bin ich sogar einigermaßen zufrieden. Wenn man bedenkt, was wir noch an Preisen haben, nicht wirklich, das aber... Hey, wer will schon Precursor, sage ich immer. Ich? Warum kriege ich keinen? Wir werden im Finale selbstverständlich auch die Final-Builds zeigen. Wir haben bisher jede Runde die Builds gezeigt und das werden wir beim Finale sicherlich nicht ändern an It's Showtime. Jetzt geht's nochmal. Für Vermillion geht es jetzt um den Finaleinzug. Astral Authority könnte sich mit einem Sieg hier tatsächlich nochmal eine Chance auf das Finale wahren. Wir sehen Chaith, der hier zum Closepoint geht, auf der Seite von Astral. Und Elcor, der sich vornehm zurückhält beim Cap von der Mansion. Und Curve könnte hier drüben. Ja, der traut er sich nicht so ganz rein. Geht dann in die Mitte. Hier geht's Wack hier erstmal an den Kragen. Aber trotzdem so allgemein interessant zu sehen, wie zurückhaltend die Teams bei den Openern geworden sind. Da möchte man schon keine Fehler mehr machen. Es war früher mal anders, wenn ich so an Pro League Opener denke, da war ja alles Mögliche dabei. Ja. Mittlerweile gibt es halt genug Damage, um Leute zu töten. Jetzt liegt halt Wacky hier im Downstate, hat sich mit Vaporform hochgearbeitet und da gibt es einen Teamrest durch Chaith und Phantrum, die ja, nicht mal so viel Damage bekommen haben. Bald sich hinlegen, aber wird mit dem Portal rausgezogen. Da ziehen sich alle raus. Hier auf bis auf der arme Snowball. Sollte jetzt hier auf ganz, ganz Nummer sicher gehen. Ja, Archie dachte sich auch der arme Snowball und hat sich wieder Richtung Mitte bewegt. Und Triffin hat den langen Weg genommen, nicht durchs Portal, sondern einmal unten rum laufen. Aber Snowball hilft das trotzdem. Gerade wenn die Lebenspunkte ausgehen und Conny Stars mit ein paar Ticks zu töten, wird die Blake angeworfen. Es dürfte hier ein relativ sicherer Cap in der Mitte für das rote Team sein, die aber zumindest die Kontrolle über die Außenpunkte so ein bisschen verloren haben. Jaith probiert das jetzt wieder wettzumachen an der Windmill, da gibt es den Decap. Elcor seinerseits probiert aber auch, hier die Menschen jetzt in die Hände des blauen Teams zu bringen. Das sollte auch ein bisschen eher passieren. Das könnte genau auf den Ticks weitergehen, auf 26 zu 26.
Nein, Chase braucht ein kleines bisschen länger. Habt ihr das gesehen? Auf der anderen Seite. Und so haben wir einen leichten Punktevorsprung für Vermillion, der sich schon mit dem nächsten Tick wieder erledigt hat. Dank des Double Caps in der Mitte. Ja, dann haben wir den. Jetzt kommen wir hier gewinnt. Phantaram geht hier erstmal in den Downside. Noss legt sich hier gleich daneben. Wacky hat auch kaum noch Lebenspunkte. Und ich glaube nicht, dass Chase alleine die hier alle hochressen kann. Er versucht es zumindest mit Noss. Ja, und das geht durch. Noss hätte dann vielleicht nochmal Richtung Wacky schielen können. Der war immerhin noch auf 70%. Jetzt hat er sich in die Mitte gevaporformt. Das ist nicht hilfreich, wenn man gerest werden möchte. Möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Falls ihr das nachmachen möchtet, lasst es. Lasst es einfach. Curf auf seiner Seite wiederum hat gerade den Farpoint gecapped. Kann er jetzt auch so ein bisschen mit Phantom spielen. Jetzt geht hier immer noch so ein bisschen um die Mitte. Chase steht hier noch als Einziger. Auch tot ist so unten. Das blaue Team hat da war Snowball noch in der Nähe. So. Der hat jetzt Phantom an sich dranhängen. Das ist der 3-Cap übrigens für Vermillion, wenn auch nur kurzzeitig, weil Toker gerade schon wieder auf dem Weg zu einem D-Cap ist. Aber das sind auch diese kurzzeitigen 3-Caps, sind ganz, ganz wichtig auf Battle of Kylo, da es eben keine Möglichkeit gibt, hier Instant-Punkte zu holen. Zählt im Prinzip jede Sekunde. Phantom wird hier draußen schön abgefangen, kann sich noch mit dem Clint hier etwas retten. Aber wenn der Glint hier jetzt vorbei ist, wollte ich eigentlich sagen, wird es schwerer. Aber er hat zum einen noch den Shiro Heal und zum anderen den Support seines Teams. Und den vermisst und Snowball so ein bisschen. Haben sie gleich. Noss, es geht allerdings zuerst an, der gemoort wurde. Da ist die Plague jetzt sogar offensiv mal ganz hilfreich gewesen. Er stirbt allerdings ein paar Sekunden nach dem Tod von Noss, aber hier kann tatsächlich Astral Authority gerade nicht nachsetzen. Curve in den Downstate, allerdings ist Astral Authority ziemlich low curve, konnte nochmal hochgerast werden. Hier soll es jetzt Wacky an den Kragen gehen. Der geht auch in den Downstate und Chafe schaut, dass er das weiter sucht. Ja, das war ein sehr, sehr guter Teamfight für Vermillion. Und die geben jetzt hier definitiv die Richtung und den Ton an. Wir sehen, der Außen wird dann auch nochmal ein bisschen von Triffin, der gegnerische Revenant, gechased. Phantom, ist das hier der Glint hier, den wir sehen? Ja, da hat Triffin definitiv zu viel in den Glint hier gehauen, möchte ich behaupten. Das blaue Team hat einen. Das bringt Phantom hier wieder in eine ganz gute Position. Das haben wir eine Zeit lang von Glint besser gesehen, der Damage Stop auf Glint hier. Ja, definitiv. Da haben wir so ganz, ganz andere Sachen gesehen in dem Pro League Finale der ersten Season vor allem. In der zweiten Season haben wir das, glaube ich, auch schon kritisiert, dass die Leute das nicht mehr gemacht haben. Aber in der ersten Season war das noch anders, definitiv. Wir haben jetzt hier sehr, sehr viele kleine Kämpfe, aber im Endeffekt Snowball bleibt es in der Mitte mit etwas Problem. Im Endeffekt bleibt es bei mindestens einem Capture Point für das blaue Team gegen erstmal noch 0 Capture Points auf der Seite von Astral Authority. Ja, und Vermillion zieht sich jetzt etwas aus der Mitte raus und Shield Richtung Menschen für einen Regroup. Ja, beziehungsweise Elcor und Curve so ein bisschen zur Windmill. Also sie splitten sich so gut es geht 50-50. Bei 5 Leuten nicht ganz so einfach. Müssen die Windmill aber trotzdem hier fallen lassen, Curve und Elcor, weil 3 Leute von Astral Authority hier sind. Den Cap müssen sie aber eventuell nicht abgeben. Und damit wurde Chafe jetzt gemoort, der kommt da noch relativ gut weg hier. Snowball hängt hinten an ihm dran, aber Wacky ist da, um zu supporten. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich mit diesem Moor quasi den Mid-D-Cap erkauft. Und auch ein bisschen Damage auf Noss, der aber auch da rechtzeitig weggeht, bevor er zu viel Cleave Damage abbekommt. Oh, da hat Snowball jetzt so viel Coins gekriegt und die Black hat wieder absolut gar nichts gemacht. Also es passiert so oft. Das blaue Team hat sich einen Eroberung gesichert. Ja, er hofft halt noch, aber mehr als hoffen ist es ja, nicht, wenn er die Play benutzt. Ja, wenn du 10 Stacks Confusion, 6 Stacks Stormen und was weiß ich, wie viel Gift und Blutung hast, die gehen nicht weg, wenn du in Black gehst. Aber sie halten die Mitte. Vielleicht auch dadurch, dass er noch ein bisschen Damage gemacht wurde von dem im Downstate liegenden Snowball. Hat Chafe hier Probleme. Wird er jetzt verfolgt, gechased von 2 Leuten. Müssen aber auch ein bisschen von ihm ablassen, nachdem Phantom und Wacky hier zur Mitte gekommen sind. Und auch Noss sich da so ein bisschen einmischt. Archie zur Vorsicht sehr, sehr früh das Elixir zündet. Ja, und sich Curve wahrscheinlich einen Elixir gewünscht hätte in dem Moment. Er wurde allerdings ziemlich schnell wieder hochgerissen und hat jetzt wieder voll Lebenspunkte. Zieht sich raus für den Decap auf die Windmühle.
Astral kommt jetzt langsam besser in das Match hinein. Wir sehen, dass der eine Capture Point tickte relativ lange. Hat sie wieder auf knapp 85 Punkte herangebracht hier. Die Menschen soll jetzt blau werden. War Elcor derjenige, der das übernimmt. Auf der anderen Seite haben wir ein 1 gegen 1 zwischen Shaith und Wacky. Das hatten wir vorhin auch auf dem Tempel sehr, sehr lange. Das hat sehr, sehr lange für keinen Sieger gesorgt. Jetzt ist die Frage, was ist mehr wert? Der Mesmer oder der Ingenieur, die hier jeweils fehlen? Wahrscheinlich der Engie mit seinen Resses. Aber wir haben Snowball in der Mitte im Downstate. Beziehungsweise vor der Mitte. Das wird auch keinen Rest geben. Und auf der anderen Seite wollen sie deshalb Shaith bekommen. So als kleinen Ausgleich. Und das sieht deutlich gelungener aus. Und Curve kann sich da jetzt um den Full Cap kümmern. Der unten auf dem Menschen wieder weg ist, weil wir wieder Toker hatten, der hier vorbeigeschaut hat. Ja, und Wacky ist jetzt das nächste Ziel im nächsten Kampf in der Mitte. Haben wir einen sehr defensiven Anfang in diesem 3 gegen 3. Boah, da wurde er gemohrt und da sollte er sich gleich hinlegen. Noss wäre zwar auch als Ziel da gewesen, aber diesmal haben sie sich lieber den Edel genommen. Da gibt es wieder einen defensiven Brunnen, um das Cleavene etwas zu erschweren. Aber das hat nicht so wirklich und viel geholfen. Und Fantaram legt sich direkt daneben. Ja, und Noss wird da auch Noss keinen Spaß haben. Keine Lebenspunkte mehr. Das könnte vielleicht schon sowas wie eine kleine Vorentscheidung sein, die zwei Kills hier und die drei Capture Points, die daraus resultieren könnten. Wir sehen, Elko unten ist auf dem Weg zum Menschen. Das sieht gut aus. Um die Windmill verteidigen sie gerade mit 3 Leute gegen 2. Shaith da schon mit Problemen, muss sein Elixir zünden. Wird dann sehr, sehr schön von Wacky hochgeheilt. Ist der kurzzeitige 3-Cap auf jeden Fall. Die Frage ist, wie kurzzeitig, weil sie haben bei jeder Node wen. Ja, außer in der Mitte. Da ist Toker. Ja, da war Archie bis eben. Und das sollte Echo jetzt nicht machen. Ja, Echo tut es wieder, lässt sich da so ein bisschen trollen oder lässt Toker so ein bisschen mit ihm spielen. Dadurch, dass er einfach schneller unterwegs ist. Das sollte er nicht machen. Er sollte sich da tatsächlich lieber auf weil seinen Weil Toker jetzt wirklich Richtung dem eigenen Close geht, um hier einen 5 gegen 4 zu erzeugen. Snowball im Downstate. Archie hat angefangen zu resten, aber da wird nichts draus. Ja, da kam Toker genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade war sein Team so leicht am Bröckeln. Da bringt er halt mit dem letzten Damage Snowball in den Downstate und ab da dreht sich dann das Bild wieder so ein bisschen. Ja. Nichtsdestotrotz fast die dreifache Punktzahl auf dem Konto von Bemehen. Das ist schwer aufzuholen. Das rote Team hat sich einen Eroberungspunkt geholt. Vor allem zwei Drittel der Zeit sind auch schon vorbei. Und auf der Map kommt dann da schnell mal Zeitnot. Ja, da kann Rank 55 tatsächlich ein Lied von singen. Wir haben einen Port raus von Curve, der hier zumindest nochmal den Decap holt. Das ist wichtig, hier zählt jetzt wirklich jede Sekunde, jeder Tick, jeder Punkt. Oh, sehr schöner Charge von Triffin hier auf Phantom. Der hier auch definitiv nicht wieder nach oben kommt. Wacky geht da schon ein bisschen weg. Noss muss jetzt seinerseits aufpassen, dass er nicht der Nächste wird, der sich Lebenspunkte technisch verabschiedet. Drüben auf der Windmühle läuft das Ganze halbwegs okay für Astral. Da ist gerade Toker dazugekommen, um hier Curve zu beseitigen, der sich hier auch von der Note deswegen etwas zurückziehen muss. Das sollte der Cap hier werden. Oder auch gerade so nicht. Ja, Toker hat sich da zu früh rausgezogen. Hier für die Mitte den Decap. Hat Curve sehr, sehr gut gemacht. Jetzt war wieder so ein bisschen der Abtausch. Elcor hat sich unten den einen Close Point geholt, hat die Mitte dafür offen gelassen. Da war dann Toker wieder. Aber Triffin ist relativ zügig in der Mitte und könnte da dann tatsächlich für den nächsten Cap sorgen, wenn Toker sich da nicht einmischt. Und das tut Toker. Ja, aber Toker mag das 1v1 nicht nehmen. Ja, aber sollte er, weil er wird gleich auf jeden Fall Backup bekommen. Muss. 3 Leute von Vermillion liegen hier tot, beziehungsweise 2 lagen tot und Archie könnte sich gleich dazulegen. Aber der Cap ist sogar noch durchgekommen von Triffin. Also die Toker sich eventuell ein bisschen mehr trauen müssen. Hätte er sich auch, wie gesagt, trauen können, weil sein Team hat die ganze restliche Karte im Griff und war sofort in der Lage, ihn da zu unterstützen. Oh, Archie, sehr, sehr glücklich hier gerade, aber auch sehr, sehr skilled an Wacky vorbei. Und überlebt entsprechend eine recht schwierige Situation. Und das wünschte sich Triffin gerade auch. Er lebt nicht, aber er könnte gleich wieder leben.
dank Rescuro und dem Einsatz seiner Teammates. Jetzt haben wir keinen Cap mehr für Vermilion. Für den Double Cap auf Seiten von Astral Authority. Den D-Cap wird Triffin hier wohl in der Mitte nicht kriegen. Nee, ja. Das Phantom da, Jeff wäre auch da gewesen, noch rechtzeitig. Aber es gibt zumindest den Cap außen von Curve. Ich glaube, da dürfte Wacky nicht rechtzeitig hinkommen. Und es gab außen den D-Cap auf der Mansion. Und D-Cap in der Mitte. Okay, jetzt sieht es schon wieder gar nicht so schlecht aus für Vermilion. Jetzt kann man nicht schon fast anfangen zu rechnen, ne? Ob so ein Double Cap überhaupt noch möglich ist. Nee, also, muss nicht rechnen, das ist ganz einfach. Sie haben 400 Punkte. Ja, ja. Das heißt, ohne dass es da einen Cap gibt auf der blauen Seite. Schaffen sie es zeitlich. 300 Punkte mit einem Double Cap in 2 Minuten 20 reicht es nicht. Na gut, tatsächlich brauchen sie nur 220. Das wäre genau gerade noch aufgegangen. Mit einem Kill dazu, aber das hat sich jetzt sowieso erledigt, weil wir haben Downstates auf der Seite vom roten Team. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen auf der Karte tatsächlich geschlafen. Das ist Fenton, der gestorben ist, und wir haben das den Triple Cap für das blaue Team. Und jetzt Wacky auch Wacky. Noch im Downstate. Ja, ich glaube, wir wissen, wer ins Finale gegeneinander spielt. Ja, ja, wir haben die Frage ist halt, ob Vermilion das besser hinkriegt als Rank 55. Und das bezweifle ich. Um ganz, ganz ehrlich zu sein, bezweifle ich das. Das bezweifle ich auch sehr. Das heißt, das Finale könnte noch dominanter werden hier von Denial, als wir das vorhin gesehen haben. Das ist halt etwas schade, wenn die beiden besten Teams im Upper Bracket gegeneinander dann schon treffen, bevor es ins Finale geht. Aber auch hier nochmal ganz großer Respekt an das Team Vermilion, die sich auf jeden Fall den Finalplatz gesichert haben, auf jeden Fall die 50.000. Das ist der größte Erfolg, den das Team bisher in seiner Geschichte verzeichnen kann. Dementsprechend auch hier Hut ab vor einer wirklich guten Leistung gegen ein diszipliniertes, aber nicht unbedingt glückliches Astral Authority. Das 3-0 ist es nicht ganz geworden, das sie sich gewünscht haben.